Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer M3D, bin hier bei Mod. Und wir machen natürlich direkt weiter, aber ohne Pause, Junge. Aber es muss direkt zack, zack weiterlaufen. Ja, ne? Siehst du ja. Solange die Schweine noch da sind, nehmen wir es auf jeden Fall mit. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, 31, sehr, sehr fein. Damit kommen wir erstmal ein bisschen über die Runden. Oh, ein schwarzes Schaf. Das war bestimmt das schwarze Schaf in der Familie. Oh, warum sind hier viele verschiedene farbige? Krass. Oh mein Gott. Cool. Ja, schon ein bisschen cool, muss ich zugeben. Bunte Schafe brauchen wir auch noch, ne? Ich hätte ja gerne verschiedene Wollfarben. Oh, Schwein. Du musst erstmal deine Familie töten, weil wir brauchen Essen, ne? Aber dich lassen wir natürlich am Leben, weil wir sind ja sehr gnädig. Ja, du bleibst am Leben, natürlich. Gern geschehen. Ist doch gar kein Problem, ne? Es wird dunkel. Können wir jetzt eine Biene finden? Weiß ich nicht. Eher unwahrscheinlich, ja? Ey, immer das, was ich suche, finde ich nie. Das ist doch Katastrophe, Mann. Das Gute ist, es wird dunkel und wir können halt mal ein bisschen kämpfen. Und gucken, ob wir irgendwo was Tolles bekommen, ne? Also ich habe halt immer noch die Hoffnung für Karotten. Eine Karotte würde uns reichen. Die züchten wir bis zum geht nicht mehr und dann sind wir glücklich. Tja, scheiße. Wir können aber auch nicht so lange draußen bleiben, weil wir kein Essen mehr haben. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Na, ich renne und springe halt auch zu viel, ne? Das geht, glaube ich, nur, wenn du was Ordentliches gegessen hast. Also, jetzt mit Brot, da kommst du nicht weit. Da kriegst du sofort wieder Hunger. So, wir brauchen ja auch Blumen oben. Dass sich die Bienen ja auch wohlfühlen später. Warum leuchten denn ihre Augen? Sind das etwa böse Schweine? Wenn ja, droppen die trotzdem was? Weil dann ist es mir eigentlich auch egal, ne? Ich nehme mal eine Fackel in die Hand, damit ihr ein bisschen was seht. Oh, ich habe ja gar keine Fackel. Geil! Doch. Ah, jetzt war das Leuchtfeuer. Okay, okay, okay. Nee, wartet. Ich muss doch irgendwo Fackel haben. Was ist das denn jetzt hier für eine Scheiße? Oh, ja, 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 ja. Geh weg. Ah, es gibt trotzdem Fleisch. Ja, dann ist egal. Dann töte ich dich sehr, sehr gerne. So, jetzt seht ihr ein bisschen mehr. Ist doch gut, ne? Ich denke doch an euch, Freunde. Ich hab euch. So. Ja, sterben bitte. Wunderbar. Seht ihr, die können wir töten, ohne uns schlecht zu fühlen. Ein lebender Traum. Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschreckt. Ob du dumm bist, habe ich gefragt. Hör auf mit der Scheiße. Nee. Ah. Ja, sterben wollte ich jetzt nicht, ne? Oh Gott. Oh, ich bin zu Tode erschreckt. Scheiße. Ich bin nach Hause. Das war's für mich. Genug Abenteuer erlebt. Nein, 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 nein. Ah. Schwein, komm her. Oh, Mistvieh. Danke. Ah, scheiße. An dem muss ich auch noch vorbei. Dodge, Dodge, Dodge. Und Skelette. Natürlich. Ja. Jetzt weiß ich, warum wir nicht nach draußen gehen und irgendwas farmen. Ja, 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 ja. Ah. Dann hab ich wieder ganz leicht dran erinnert. Vielen Dank. Oh, bitte, lass mich nach Hause kommen. Oh, nein. Vor allem, wenn wir gleich kein Essen mehr haben, können wir nicht mehr rennen. Und ich werde eh geslowt. Das ist alles nicht so toll, ne? Muss man sagen. Ja, hier, Ryan, beruhig dich bitte. Oh, bitte nein. Ja, oh, danke. Das war sehr nett. Und schnell schwimmen können wir, glaube ich, trotzdem, ne? Alter, die verfolgen mich immer noch, ne? Ich kack ab. Wir sind im Wasser, uns kann nichts passieren. Yippie, 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 yippie. Oh, mein Gott, mein Herz, Mann. Mein Herz. Los, schwimm nach oben. Das ist mir einigermaßen sicher erstmal. Los. Ja, blub, 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 blub. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das hat auch gut geklappt. Ich meine, wir leben noch. Also dem... Oh, hä? Okay. Ab in die Base. Das war genug Abenteuer für heute. Meine Güte. Ich hab Schiss. Warte, das nehmen wir auch nochmal kurz mit. Blub. Perfekt. Oh, bitte lass mich nach Hause. Ich bin immer noch geslowt gewesen. Mein Gott. Ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Aber ist schon okay, ne?
So, unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal zu schlafen oben. Und wir waren leider nicht erfolgreich. Das heißt, wir müssten dann nochmal gucken. Aber wir können jetzt erstmal Essen machen. So, flup, flup, flup. Wir machen das Essen hier rein. Oh, Eisen. Hier. Und hier. Und hier. Und da. Kohle haben wir ja genug drin. Eigentlich müssten wir das aufs Lagerfeuer machen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das wäre eigentlich cleverer und sparsamer. Und geht auch, glaube ich, schneller, ne? Aber ja, es ist... Ihr wisst ja, wie es läuft. Ja, mein Inventar ist so zugemüllt. Oh, warte mal, was? Ich habe hier Kartoffeln drin. Alles reinschmeißen, so gut wie geht. Flup, 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 flup. Wo waren die Kartoffeln? Hier. Und hier ist nochmal Weizen. Sehr fein. Ah, warte mal. Guck mal hier. Hier haben wir noch jede Menge zu essen. Aber wir braten ja gerade was an. Aber wie gesagt, wir haben so viel Gold, Mann. Wir brauchen nur Karotten. Und wir hätten ewig ausgesorgt, ne? Aber ewig! Oh, die Dorfbewohner sind weg. Also diese komischen Pillager. Also die spawnen die doch. Schade, ne? Boah, wow, geil. Ja, Freunde, das läuft ja hier. Warte mal, nochmal ein bisschen was ranzüchten. Flup, 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 flup. Kann nicht schaden. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie man das baut. Aber das ist eigentlich nicht so schwer. Und dann haben wir unendlich Essen. Geil, das geben wir auch an. Geil, 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 geil. So, hier haben wir nochmal Kartoffeln. Die ernten wir auch. Weil umso mehr wir haben, desto besser natürlich. Oh ja, her damit. Ja, ich bin der Bauer mit den dicksten Kartoffeln, Junge. So. Sehr, sehr fein. Wir müssen sie halt auch verwenden für die Dorfbewohner, ne? Damit die ein bisschen vorankommen. Oh, wir können ja sogar reingucken, ne? Warte mal. Wir können hier oben hingehen. Ah, ich muss mal was essen, sonst kann ich nicht rennen gerade. Boah, geben die wenig. Egal, fürs Rennen reicht's erstmal. Wir können jetzt hier oben hinrennen und können einfach da reingucken. Wie geil. Das einzige... Ach. Ein Dorfbewohner hat die getötet. Ein Dings, oder? Ein Zombie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sag mal, werden das weniger oder bin ich bescheuert, Mann? Läuft da unten noch einer lang? Nee, ne? Ich habe das Gefühl, es werden immer weniger irgendwie. Ja, gefällt mir nicht. Gefällt mir absolut nicht. Dann machen wir jetzt den Hardcore-Trick. Es reicht. Wir wollen ja hier auch mal was erreichen. Ne, es muss jetzt leider sein. Ab geht's. Jetzt wird gezüchtet des Grauens. So. Ja, so, ich muss die Fackel wieder wegmachen. Kann ich nämlich einfach gedrückt lassen. So, fein. Nein, fall nicht runter. Wir brauchen jetzt ganz, ganz viele Kartoffeln. Die werden wir dann den Dorfbewohnern geben und die sorgen dann dafür, dass wir ganz, ganz viele Kinder rausbekommen. Und dann ist es perfekt. Dann müsste unsere Farm eigentlich auch funktionieren in der Theorie. Oh, ich hoffe, der Aufwand lohnt sich, Mann. Weil wenn wir die automatische Farm da bauen wollen, also dieses automatische Lager so rum, dann brauchen wir halt so viel Eisen, das kannst du gar nicht farmen. Da brauchst du schon 30 Folgen, nur um das Eisen zu finden. Oder zu kriegen. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und man muss halt immer so sehen, während man gerade an etwas arbeitet, kriegt man immer weiter Ressourcen. So, umso weniger müssen wir halt losziehen und in Zukunft halt farmen müssen. Ne? Das ist todesgeil. So. Perfekt. Das könnten wir unendlich lange machen. Wir haben ja eigentlich Knochenmehl. Ich muss es halt nur mal bekommen. Ach, jetzt haben wir gar keins mehr. Okay. So. Schön, schön, schön. Jetzt haben wir doch richtig was bekommen. 151 Kartoffeln. Das heißt, wir geben den 64 Stück auf jeden Fall. Ja, damit lässt sich arbeiten. Geil. Aber wir holen jetzt erstmal unser geiles Essen hier raus. Okay. Und hoppa, 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 hoppa. Lecker. So, wir müssen wieder da hoch, Freunde. Es tut mir leid. Das ist halt wieder typisch, ne? Wenn ich mal versuche, irgendwas zu reißen, so, dann muss ich da tausendmal zu den Farmen hoch. Wir haben ja noch zwei da hochgebracht und trotzdem sind es so wenige da oben. Das wundert mich richtig.
Aber jetzt dadurch, dass wir die da unten getötet haben, also hier, ne, wo sie runtergefallen sind, jetzt können wir halt mal gucken, ob das immer noch passiert, weil wenn ja, dann können wir was dagegen machen, wenn nein, dann ist eigentlich perfekt. So, dann können wir zufrieden sein damit. Es ist wieder so, dass die runtergefallen sind, ich kacke ab. Oder der hat sich versteckt gehabt, weil es nur einer ist. So, reicht jetzt. Wie sieht's denn aus? War wirklich nur einer, ne? Der könnte sich abends versteckt haben, dass wir den vielleicht nicht gesehen haben. Aber wenn die jetzt halt immer noch weiter runterfallen, dann bin ich überfordert, ne? Wie hoch springen denn die Kinder auf diesem Scheißding? Blub, 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 blub. Ne, das sind schon mehr, oder? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ach, guck mal, das läuft doch gut. So, schnappt euch mal Essen, Kollegen. Und paart euch mal ein bisschen. Und ihr genauso. Aber wir gucken mal, dass wir die hier paaren lassen. Weil die schon hier stehen. Ja, genau. Wo sind meine anderen? Ach, da. Hier, 25 kann ich dir noch geben. Los, macht weiter. Ah, die könnten hier runterfallen, ne? Das könnte ich mir vorstellen, dass die tatsächlich hier runterfallen. Oh, die paaren sich. Warte mal, wir machen das jetzt ganz anders. Oh ja, wir machen das jetzt ganz, ganz anders. Pass auf, Freunde. Jetzt, 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 jetzt. Wir haben die gerade an einem guten Ort. Hier, wir brauchen diese Platten. Wo sind die anderen? Verdammt. Wo sind die? Hier, 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 hier. So. Immer wenn da welche sind, bauen wir sie zu. Also bauen wir sie ein. Weil das reicht dann zum Fortpflanzen. Da sind ja zwei Stück drin. Ja, geh rein. Perfekt. Okay, 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 okay. Bei denen genauso. Also das hat auch schon mal perfekt geklappt. Da sind jetzt drei Stück drin. Gut, 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 gut. Schieb, schieb. Warte, wir machen das so. Ah nein, nicht so. Dieser Block, dass sie da reinhüppen. Genau wie hier. Komm, geh mal da rein jetzt. Geh da rein. Ja, 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 ja. Sie müssen jetzt einfach nur noch darüber laufen. Dann haben wir auch drei da drin. Oh ja, 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 ja. Unser Plan geht voll auf, Freunde. Können wir die da irgendwie noch so ein bisschen reinschieben? Komm, geht mal da rein. Geht rein. Geht rein. Ja. Das reicht. Nein, nein. Oh, bitte geht da rein. Oh, ich hasse euch. Da sind ja... Oh. Ja. Auch in Ordnung. Perfekt. Ja, wir müssten eigentlich abends hierher kommen, ne? Das wäre dann eigentlich klüger. So, müssen wir auch noch zumachen. Ideal. Da sind drei drin. Scheiße, das würde ich jetzt gern zumachen. Erde. Ganz schnell reagieren. Nein. Okay. So. Ja, 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 Freunde. Das ist genau das, was wir wollen. Wir müssen den Schutz jetzt noch so lange lassen, bis sie halt gewachsen sind. Ich glaube, das funktioniert besser. Ja, ich glaube, das ist eine bessere Methode. Die gefällt mir irgendwie ganz gut. Dann heb mal hier ein bisschen Essen auf für deinen Kollegen. Dann machen wir das nochmal, dass wir den 32 geben. Ja, hier, bitteschön. Kann man die ein bisschen anlocken? Ja, ein bisschen schon. Lauf weiter. Lauf! Ja, ja. Jetzt hier. Ein bisschen locken kann man sie tatsächlich. Krass. Okay, zumachen. Uhuhuhu. Es funktioniert. Ist ja absolut wild. Aber warte, wir müssen aufpassen. Hier darf nichts spawnen, ne? Heißt, wir müssen da Fackeln draufsetzen. So, hier. Und hier. Und hier und hier. Und hier genauso.
So, das, ihr seid zu dritt, ne? Dann bitteschön. Ihr müsst euch noch zweimal fortpflanzen. Ihr seid... Oh, zu fünft. Ihr seid fertig. Jetzt ist halt noch der Golem da drin. Der muss eigentlich raus, ne? Habe ich meinen Bogen dabei? Wahrscheinlich nicht. Weil wenn ich jetzt gegen den kämpfe, dann verprügelt er mich. Und es wird dunkel. Hä? Sind die anderen zwei runtergesprungen? Ja, ne? Oh Gott, sag mir jetzt bitte nicht, dass die runtergesprungen sind. Ich dreh durch, ey. Ja, ich kann es nicht sagen, leider. Ach ne, die sind da reingesprungen wahrscheinlich, statt zu dem. Oh, jetzt ist er hier alleine, ne? Das ist nicht so schön. Weil wenn einer alleine ist, dann kann er natürlich nicht sich weiter fortpflanzen. Ha. Mist. Bei denen ist es, wie gesagt, kein Problem. Dann erweitern wir jetzt das Schienennetz. Hier vorne. Ja, weißt du was? Das machen wir jetzt. Das ist scheißegal. Mag zwar jetzt Aufwand sein, aber was muss, das muss. Dann muss ich mal gucken, wie wir das machen. Wir haben ja hier die Gleise und ein bisschen Redstone haben wir auch noch. So. Machen wir das so. Ich brauche normale Steine, ne? Das ist eigentlich egal, was für Blöcke man nimmt, aber wir nehmen jetzt einfach normale Steine. So. Mache ich nämlich das hier drauf. Jawohl. Okay. Und das muss jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh Gott, 8, 9, 10, 11, ja, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, geht. Geht genau. Okay. Wunderbar. Dann nehmen wir diese Gleise hier. Ja, die Folge wird schon ein bisschen lang gerade. Ärgerlich, ärgerlich. Aber die Scheiße muss ja jetzt mal fertig werden. So. Okay. Die schlafen. 3 haben wir da drin. 4 haben wir da drin. Die erweitern sich also locker. Der ist halt alleine. Da bringen wir da noch 2 rein. Gar kein Thema. Dann machen wir das jetzt hier komplett zu. So. Hier ist es passend. Da holen wir den Bogen und machen den tot. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.